So, na dann versuchen wir es mal. Okay. Mal kurz in Settings. Na dann. Wunderschöne Ladezeit haben Sie da. Morning, Eva. Your wake-up has been sanctioned by the ISA. We lost contact with the ground crew 450 hours ago. We have tried to establish further communications, but we are not getting any responses. 54 Stunden sind wie viel? 16 Tage? Irgendwie sowas? We need you to investigate. Okay, doesn't it make sense to do visual checks first? We have already looked at the data. The ISA has made the executive decision that you report to the surface post haste. You are our emergency response. What exactly is the emergency? The ground crew found an organism the ISA believed to be dangerous. We need to re-establish communication. Erstmal ganz schick, oder? Okay, wir können die Tasse mitnehmen und uns angucken. Schicke Tasse. Steht hier was? Nö. Grüner Pfeil sagt, ich blinke. Okay, das ist jetzt anscheinend. Wenn wir wach geworden sind und wir heißen Turing mit Nachnamen. Ah, okay. Hier sind die anderen Leute. Warte mal, welcher Tag ist heute? 13. Mai 2052. Okay, das ist also vor 7 Jahren, vor 6,5. 6,5, okay, die sind alle ungefähr ähnlich, ne? 24. Dezember zu Weihnachten wach geworden. Auch zu Weihnachten? Das war jetzt erst. Achso, User Error. Pod Malfunction. Das war gerade erst, ne? 12. Mai 2052. Was war jetzt nochmal? 13. ne? Ja, das war gestern. Okay, der ist auch zu Weihnachten wach geworden. Kanada-Flagge. Alles Kanadier? Ne, nur eine Kanada-Flagge. Auch Weihnachten. Ich nehme mal an, also hier steht immer Cryogenic Awakening, also dass man quasi in so einen Kryokammern ist, wo man halt quasi eingefroren schläft über einen langen Zeitraum. Und das ist halt quasi anscheinend das Datum, an dem die wach geworden sind, oder so interpretiere ich das zumindest. Genau.
mehr grüne Pfeile. Da, was sind da? Okay, jede Menge nicht gefunden. Kann man es irgendwie benutzen? Okay, ich kann das so durchscrollen. Das hat bestimmt irgendwas zu bedeuten, aber keine Ahnung was. Crew Lobby? Ja, es sah aus wie Hex, ne? Aber wie auch immer man den dann interpretieren soll. Tom Touch OS? Das können wir irgendwie uns betrachten, aber nicht öffnen. Okay, man kann irgendwie die Sachen immer hochnehmen und dann angucken. Office. Captain Daniel McLean. Ja, aber anscheinend sind die anderen alle schon eine Weile weg. Pick up your EMT. It's on the side. EMT? Der Anzug? Oder was ist ein EMT? Ah! Okay. We are going to take a lander to Europa. Make your way to the docking station. Europa wahrscheinlich. Der Himmelskörper und nicht der Kontinent. Es war in Europa. Ich habe so keine Ahnung von Astronomie. Das ist ein Mond. Genau, dachte ich mir schon, dass es ein Mond ist. Vom Saturn? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne höchstens noch die Monde vom Mars. Office ISA 01 Ava Turing. Das sind wir. Jupiter. Ah, okay. Ja, war schon nicht schlecht, das zu wissen, dass es ein Mond ist. Okay, was macht man mit einem Laptop? Man guckt sich den an und wurbelt in der Luft rum. Hui! Fail. Wie peinlich. Ava Turing at ESA.internal from Technical. Okay, da haben wir anscheinend eine Mail bekommen vom Technical Operations Machine. The current ship's status is as following. Recommend addressing the power fluctuations. Okay, P steht dann wahrscheinlich für Power, 90%. Okay, das ist jetzt von uns geschrieben an Dan McLean. Hey Dan, I'm about to initiate my cryostasis. Just let Tom know if you guys need me. Tom ist nämlich mal an die KI oder so, sonst würde es wahrscheinlich alles groß geschrieben werden. Eine Abkürzung. Hopefully there will be no need to wake me. I guess I'll hear from you as soon as I wake up, which may be a long time for you guys. That's the flag down there. Okay, dann kommt eine Mail zurück. Hopefully we won't need you, but we will miss you in the land of the living. I'll make sure Tom checks on you regularly. Good night, Dan. Dann haben wir noch eine Mail bekommen. Captain McLean has sent several mails, insisting I check the cryo chambers are functioning correctly. Please do not feel any apprehension. Thank you, Tom. I'm not worried. Und dann haben wir noch eine Mail geschickt. Mailing list ESA employee, also quasi an alle. I'm initiating my cryostasis in a short while. I imagine a lot will change while I'm asleep. If everything goes well, I should be woken up next in 10 years. So to you all, I'd like to wish you a good life. Okay, also wir waren
Wenn alles geklappt hat, 10 Jahre. Das leider steht nicht dran, wann wir diese Mail geschickt haben. Ja, ist eigenartig mit den Laptops, ne? Aber weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach immer so, dass in der Raumfahrt man alles ein bisschen robuster baut. Anscheinend sind es ja auch direkt so eine Koffer, dass man die zusammenklappen und irgendwie mit sich rumschleppen kann. Wer weiß. Wir haben jedenfalls auch noch ganz schön viel Papier. Ja, ja. Ich wüsste aber nicht so richtig, was soll denn Laptops ersetzen? What's the ship's status? I have performed the necessary checks. The Europa lander is ready to launch. Das kann natürlich sein. Ein Implantat. Ja, ich weiß nicht, ich mag das ganz gerne, wenn Science Fiction so ein bisschen auf dem Boden bleibt. I think that's everything wound up, Tom. Yes. Well, I guess I'm ready to go down for the long sleep then. Good night, Ava. I will miss your assistance. The ship will be very quiet without you here. Night. See you when I wake up, Tom. Ich mochte auch das Raumschiff-Design immer in den Alien-Filmen, wo das immer alles aussieht wie so ein altes U-Boot, weil einfach alles unfassbar robust gebaut ist. Residuals before nulling. -02, -04, -01. X and Z null to zero. Looking good. Okay, good. Horizon check right on time. How's things, Christopher? Good. I am go for power descent. I can confirm. You are go for power descent. Roger that. I am running the PDI program. 80 degree delta pitch to 88 degrees absolute. Braking procedure. Engine 1 ignition. Engine burn. Suppressing 400 alarm. Balance. The landers are ready. Good. Thanks, Tom. You okay now, Sarah? Yeah, I think so. Thank you, Daniel. I've done this before. I'm sure you'll be fine. It's just another 10 years of my life. Ja. Ja, Alien Isolation war super. Sieht alles sehr schick aus. Okay. Bay 3. Alle anderen sind rot, also machen wir mal, was er sagt und gucken uns die anderen Dinger nicht an. Setzen wir uns da jetzt schon rein oder gucken wir noch ein bisschen? Ach, wir setzen uns da jetzt mal rein. Retro? Go. Fido? Go.
Guidance? Go. Control? Go. Telcom? Go. Then we are go for launch initiating. Zephyr. Engaging retrofire. I'm running the program 80-degree delta pitch to 88 degrees absolute. Braking procedure. Trajectory looks good. 502 alarm. It looks like we're coming in too fast. We are slightly short of the landing site. We are going to have to burn late. Go. Full retrograde. Ach so? Open the door. Welcome to Europa. Haha. Ah, okay. Und dann war das halt so drüber gesprochen. Okay, dann sind wir jetzt auf Europa. Dann sollen wir da rein. Das ist immer die Frage, wollen wir uns noch ein bisschen umschauen? Ist denn irgendwas Spannendes? Okay, ich komme hier nicht weiter. OV ist die Originalversion. Original Version. How long will my suit survive these conditions? At 100 degrees Kelvin, a couple of hours. We should get inside. Ach, frag doch ruhig. Mach doch nix. Ja? Sieht's da so aus? Passt das von der Temperatur her, 100 Kelvin? Ich hab dein Telefon getriggert. Hey Google, stell einen Wecker auf 5 Uhr morgens. Ah, okay. Oh, ich hab mal von, das ist jetzt mittlerweile schon wieder ein paar Wochen her. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich es her hatte, aber ich habe auf irgendeinen Kommentar im Internet gelesen, wo jemand meinte, dass er die Einheit Kelvin total bescheuert findet. Weil, wenn es dann doch irgendwie nochmal kälter wird, dann muss man alles nur über den Haufen schmeißen. Ach, das fand ich so wunderbar dämlich. Als ob man einfach irgendeine kalte Temperatur genommen hat. Und wir glauben, das ist jetzt das Kälteste. Das ist jetzt null. Ja, ja, da weiß man auf jeden Fall schon, dass jemand nicht verstanden, was es ist. Okay, wir haben eine Waffe. Ich weiß noch nicht, was sie macht. Ob das jetzt so ein bisschen Portal Gun-mäßig ist oder nicht. The base has changed. What do you mean? The base was originally constructed as modules to withstand the seismic activity in and around Thera Magula. It appears the ground team have manipulated these modules. Wir nehmen mal den mit und packen den hier rein, weil es sieht aus, als ob er da fehlt.
Ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich glaube, er hat wirklich einfach nicht verstanden, wie das funktioniert. Ja, minus 273 Celsius. The base was built initially by machines. I served as the mind of these operations. I arrived first on Europa in 2240. It costs a lot to send humans into space with the necessary life support, especially such a vast distance from Earth. So, robotics built this place. Und man kann diese Energiedinger mit der Waffe mitnehmen und damit die ein- und ausschalten. Okay. Ja, ich frage mich immer, wie er sich das vorstellt mit Teilchen, die quasi stehen bleiben und eigentlich nicht mehr langsamer werden können. Ob die dann rückwärts laufen oder wird es noch kälter oder so? Genau, minus Kelvin. I wonder why the ground team has changed these rooms. I have a hypothesis. These rooms are Turing tests. Turing tests? Turing tests are tests designed to tell humans and machines apart. Typically, problems only solvable by a human. A combination of logical and lateral thinking. So, you can't complete these tests, Tom? No. That is why I am glad you are here to help. We need to work together. Das Konzept auch nicht ganz verstanden. Das Konzept ist im Grunde ganz einfach. Du hast halt. Temperatur ist ja Teilchenbewegung. Und du hast halt einen Punkt, wo die Teilchen sich nicht mehr bewegen. Und das kann halt dann nicht mehr kälter werden. Und das ist der Nullpunkt. Und dann wird es sehr schwer, wenn etwas sich nicht bewegt, es noch langsamer werden zu lassen. Okay, das Ding muss hier rein. Können wir da mit einer Leiter klettern? Nee. Können wir es nicht einfach nach oben schmeißen? Hier können wir es auch nicht durchreichen, oder? Doch, wir können es hier durchreichen. Hier ist kein Glas drin. Ach, ich mag den Lash. Er bricht es halt so runter, dass halt auch Leute checken, die sonst keine Ahnung haben. They really have completely repurposed these rooms. I am quite impressed. So, what were they used for before? Most of them were used for storage. They have converted them beyond recognition. Perhaps they ran out of things to do out here. The devil makes work for idle hands. Ja, es ist halt immer die Frage, wahrscheinlich, um was es geht. Das mag halt wissenschaftlich nicht alles hundertprozentig akkurat sein. Aber wenn du populärwissenschaftlich was machen willst, dann musst du das immer ein bisschen simplifizieren. Hier kann man an diesen Schalter kann man das umleiten. Jetzt ist oben zu und unten auf. Warst du es schon? Einmal warst du schon. Kann ich das irgendwo hinschießen?
Ich habe vor einer Weile mal einen längeren Podcast mit ihm gehört und fand das sehr... ja, in gewisser Weise erhellend, was er da von sich gegeben hat. Do you know the ground team's location? The crew are deeper inside the base, it seems. They must be trying to survive. Can you find their precise location? I'm afraid not. I am working to regain control. Though I once had complete control of this base, a lot has changed in the past 500 hours. Hm. Aber vielleicht verstehe ich davon auch einfach zu wenig. Okay, wir müssen also so ein Stromding bekommen, um hier weiterzubekommen. Wenn wir das rausnehmen, kommen wir da aber nicht mehr rein. Und der muss aber da drin sein, weil wir sonst hier nicht durchkommen. Ja. Ja, muss man ja auch nicht. Den kann ich rausnehmen mit der Knarre. Aber wie kommen wir jetzt daran? Geht uns noch was aus dem vorherigen Raum? Nee. Ach, sind die Klötze, wie weit wir sind? Oh Mann. ja, jetzt kommt ihr ins Spiel. Also ich kann den ja nicht rausnehmen, dann kommen wir nirgendwo mehr hin. Aber der muss irgendwie nach oben. Aber wie? Mit dem kann ich nichts machen. Habt ihr eine Idee, wie wir das nach oben kriegen? Wenn ich das hier rausnehme, während ich in der Tür stehe? Die dümmste Idee aller Zeiten. Oder kann ich den da reinpacken? Ah! Ah, ich glaube, ich hab's schon. Dann kommt der da rein. Und den oben können wir dann mit der Knarre wiederholen. Bam! Ja, da sind Ventilatoren. Aber, nee, die machen nichts. Also nicht, dass ich wüsste zumindest. So, if this base is managed by you, why can't you find the crew? The base's communication array is malfunctioning. Restricted area und ich kann einfach so durch. Perhaps we can't solve this yet. Okay, hier kommt man dann irgendwie später rein, wenn man ganz viele hat. Oder so. Können wir den mitnehmen? Wahrscheinlich durch dieses Ding durch, ne? Ja. Okay, das ist immer da und dann ist es wieder weg. Was macht das hier? Ach, das kann ich jetzt hin und her fahren lassen. Ach, das ist ein Magnet. Ist auch nicht schlimm. Ist wahrscheinlich auch viel einfacher, wenn man einfach so rumprobieren kann, wie ich das jetzt mache. Ja, die Frage ist aber, wo ist der zweite? Brauchen wir anscheinend zwei.
Hä? Ach, der hat auch einen, der den aktiviert. Ach, okay. Ach, und der Grüne geht aber immer an und wieder aus. Ah, okay. This doesn't add up. What does not add up? If there was an accident, surely they'd come to find me, not try to lock me out. My instance is still resolving conflicts. I expect they have their reasons. Okay, das ist wieder wie so ein Kasten, den wir mitnehmen können. Und das ist ein Schalter, den wir anscheinend an- und ausmachen können. Wir brauchen aber zwei, damit diese Tür aufgeht. Ach, und dann können wir durch das Gitter das Ding ansaugen. My instance has just been updated. Sorry? I have two instances of my mind. Two separate versions. A slave mind running on the satellite and a master running here on the surface. When the communication was cut between the surface base and the satellite, the two instances of my mind were separated. So, during all this time, all of my knowledge divided into two separate branches. I continue to learn on the satellite and I continue to learn on the surface. I am trying to merge the knowledge to create a timeline of what's happened here. But there are incongruities between these memories, conflicts. Ah, das klingt spannend. Ja, wenn ihr das nicht so spannend findet, dann können wir auch noch mal ein anderes von den Spielen probieren. Wie ihr mögt. Okay, wir brauchen zwei, um diese Tür zu öffnen. Aber wir müssen durch die Tür. Ist es denn trotzdem interessant oder dann eher nicht so? Ich finde es auf jeden Fall witzig. Also, wir können es auch gerne einfach weiter spielen. Okay, den können wir so nehmen. Ah, ich glaube, ich weiß es. Planetarium. This is the command center. You can check on the crew status from here. Shiyama Industries. Drücke, aber es passiert nichts. Constantly facing Jupiter. Ah, so ein bisschen wie auf der Erde.
It has now been discovered that the rocky interior rotates separately underneath the ice and water layers. Nicht so spannend, aber auch nicht schlecht. Tom, start recording. I am always recording, Daniel. The day is January the 6th. My watch says it's 2:30 on Earth. Here we are, members of the human race, standing on Jupiter's moon Europa. I am Captain Daniel McLean. I'm joined here by the rest of my team. It is our intention to make this moon our home and investigate life on this planet. Man's curiosity and appetite for discovery will continue to change our world for the better. Inspiring. And might I add my congratulations to you all. Here it is. Beautiful, isn't it? What makes this one more remarkable than the others? The way it attaches itself to other organisms. Its behavior is very abnormal. It seems to form a symbiotic relationship with most life forms. How do you mean? Do you want me to dumb it down? I know what it means. What does it do? It attaches itself to almost anything living, but it's not parasitic. It's quite alien. We're trying to figure out what effects it has on life forms. Mikhail, you seem distant. Do I? Yes. What's wrong? What's wrong, Mikhail? Mikhail, what's wrong? Are you listening, Mikhail? Are you able to hear? Das ist eine nervige KI. I was talking to the ISA. They don't know what to do with this. The magnitude of the discovery. We should send samples back to Earth. We need to get this to a better lab. Me and Sochi are having trouble making enough clones. I'm gonna run out of the necessary resources to continue studying Organism 119. They're calling for a grounding of all Europa transport until they get your report. Seriously? Yeah. That's rather drastic. Was man sich hier so alles angucken kann. Fortuna. Low orbit around Europa. Ah, okay, das ist quasi der Satellit, der hier um uns rumfliegt. Und das jetzt? Das ist der Jupiter? Ja. Sofort eingeschlafen. It has a large gravitational impact which stretches and squashes Europa. This creates geothermal energy inside Europa, a source of great heat. This has created a subsurface ocean. Okay, krass. Ach, das sind diese Module, aus denen quasi das jetzt hier zusammengebaut wurde. Also es gibt hier einen riesigen Bohrer, den man hier hingestellt hat. Und anscheinend ist es aber so, dass wir Roboter hingeschickt haben und die haben das dann quasi hier alles gebaut.
bevor halt hier Menschen gekommen sind. Was sind wir? Frag mich ja immer, ob das teilweise Entwickler sind, die sich hier verewigen. Gerade der da oben, der sieht das so aus, oder? Typisches Entwicklergesicht. Ah, Chapter 1.